Hallo zusammen. Ich melde mich jetzt zurück, weil ich gehe heute 6 Stunden putzen. Yay! Gestern habe ich wieder ein bisschen gekocht und so weiter und so fort. Und ja, bin halt noch angeschlagen. Husten und so weiter, was halt nicht so geil ist. Und habe mich halt ein bisschen mehr ausgeruht, soweit es ging. Und ja, habe dann alles schon mal vorgekocht und vorbereitet, damit ich halt heute nur im großen Haus putze. Und damit ihr seht, wie ich das so mache, was ich so mache, zeige ich euch das hier jetzt gleich. Also viel Spaß dabei! Ich habe jetzt alles gewischt. Ich habe, soweit ich weiß, alles sauber gemacht. Ich war sogar oben auf der Küche drauf und habe da sauber gemacht. Da ich so im Turn drin war, habe ich das auch gar nicht mehr gefilmt zum Teil, was mir leid tut. Aber da ich auch gar nicht gefragt habe, ob ich hier filmen darf, mache ich das lieber nicht, sondern frage erstmal nach, ob das in Ordnung ist. Wir haben jetzt 20 vor 3 und ich habe um 8:30 angefangen. Habe jetzt noch schöne Zettelchen geschrieben für meine Farmersfrau und hoffe, dass alles so ist, wie sie es wollte. Und ja, dann mache ich mich jetzt auf, hole noch die Suppenteller ab und dann geht's nach Hause. Vielleicht mal was essen, Füße hochlegen oder so, keine Ahnung, mal gucken. Auf jeden Fall. Das war heute ein Teil meines Putzvideos. Morgen gibt es entweder ein Kochvideo oder ein Putzvideo. Vielleicht mache ich auch einmal ein Tutorial-Kochvideo. Mal schauen, was mir noch so bleibt. Weil ich muss ja jetzt ein bisschen einfallsreich sein, weil 3 Monate hier auf der Farm passiert, glaube ich, nicht ganz so viel außer Kochen und Putzen. Ja, damit verabschiede ich mich für heute. Lasst mir einen Thumb up oder einen Daumen runter da. Mein Englisch sollte ich auch noch mal verbessern. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns die Tage. Bis dann, ciao!